Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder da aus der Versenkung nach sage und schreibe 4 Monaten oder so. Ich lasse mich so viel sagen, es war keine Absicht. Ich wollte euch nicht ghosten. Es war einfach irgendwie, wie soll ich sagen, es ging irgendwie die Zeit viel zu schnell und es war einfach zu viel los, weil ich glaube, das letzte Video habe ich gemacht im November. Und es ist so viel passiert, dass ich euch das jetzt einfach mal in diesem Video, glaube ich, zusammenfassen werde, weil ich bringe daraus keine 6, also ich könnte daraus 8 Videos machen oder so, aber ich werde jetzt nicht, ja, es ist alles nicht so wahnsinnig spannend, es ist eher so, also Dinge, die halt waren. Also ich glaube, im letzten Video war eins der letzten Dinge, die ich gesagt habe, so, ja, jetzt beginnt dann die gemütliche Weihnachtszeit, ja, von wegen. Es war im November damals noch ein Weihnachtsmarkt, bei dem ich dabei war, der das ganze Wochenende überging. Und es war die Japan-Duld im Winter, die auch, die super lief. Es war richtig gut, ich hatte total viel Fun. Und es war aber einfach irgendwie extrem viel, weil ich im Oktober letztes Jahr hatte ich ja einen Aktionstisch in meiner Arbeit und habe da auch gezeichnet und habe Porträts gemacht. Und im Dezember kamen plötzlich alle möglichen Kollegen und so und auch bis in den Januar rein noch, die plötzlich Aufträge für mich hatten mit Porträts und allem und ich kam wirklich gefühlt nicht mehr hinterher. Also ich wollte eigentlich noch so ein kurzes Porträtzeichen-Aufträge-Video machen, hatte so voll die Weihnachtsstimmung noch gedreht, aber ich kam dann einfach nicht mehr dazu. Genau, also das war lustig, das hat auch viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das wird nächstes Jahr wieder so. Es ist nur extrem stressig, ich war es nicht gewohnt. Und dann war auch schon Silvester quasi, das war der Jahreswechsel und ich habe eigentlich so den Jahreswechsel nutzen wollen, um wirklich so ein bisschen runterzukommen. Die paar Feiertage nutzen, um einfach mal entspannt zu sein. Und ich meine, mein Freund hat mir Zelda geschenkt, Tears of the Kingdom. Und Leute, ich könnte leben in diesem Spiel. Das ist auch einer der Punkte, warum ich so wenig Zeit für alles habe, weil ich immer wieder mich dabei erwische, wie ich sage, ach, vielleicht spiele ich doch lieber Zelda. Ja, genau. Aber jedenfalls habe ich das gemacht und ich habe mir angeschaut, was letztes Jahr so passiert ist, habe einen neuen Planer angefangen, weil ich eigentlich dachte, ich mache dieses Jahr diesen Planer hier, ein guter Plan, weil die ganz viele so Achtsamkeitsübungen drin haben und so ein bisschen Reflexion und so ein bisschen was zum Runterkommen und ich dachte, ich mache das. Just forget it. Ich habe genau den Januar über durchgehalten und das war es auch schon wieder. Weil ich im Januar dann auch angefangen habe, weil ich mir dachte, so dieses Jahr mache ich auch ganz, ganz viele Arzttermine, weil ich einfach so ein paar Sachen mal abchecken lassen wollte. Vor allem, weil ich ja wirklich jeden Monat mindestens einen Tag immer so einen Migräneanfall habe. Und es ist halt echt, es ist halt nur ein Tag im Monat, aber wenn man das mal so zusammenrechnet, seit wie vielen Jahren das jetzt schon so ist, es ist halt schon heavy und es wird halt gefühlt auch immer schlimmer, deswegen wollte ich es jetzt mal abklären lassen. Ja, ich bin noch nicht so viel weiter. Wir haben jetzt alle möglichen Tests gemacht, so Blutdruck, MRT vom Schädel, keine Ahnung, da kam überall nichts raus. Ich bin ein kerngesunder Mensch. Jetzt bin ich halt, dann habe ich mal einen Termin bei der Neurologie und keine Ahnung, ob da was rauskommt, wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall, damit war der ganze Januar voll. Und dann, so Mitte, Ende Januar habe ich es geschafft, meine Festplatte zu killen. Das war nicht geil. Also ihr habt meine Verzweiflung wahrscheinlich mitbekommen auf Instagram und auf Discord. Ich habe auf Instagram nur einen Post gemacht, dass eben meine Festplatte wahrscheinlich verstorben ist. Ich habe bestimmt eine Woche lang probiert mit meinem Freund, mit meinem Cousin, mit keine Ahnung wem alles. Ich habe Leute gefragt, die Ahnung haben. Keiner konnte mehr was retten und ich habe wirklich dann eine Woche lang, weil ich war mit dem neuen Metalhard-Kapitel fast fertig. Wir haben literally noch 2 Seiten gefehlt. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, dieses Wissen, dass die komplette Arbeit von 2 Monaten weg ist, dass wahrscheinlich alles, was ich im kompletten letzten Jahr gemacht habe, einfach weg ist.
Das hat mich so dermaßen fertig gemacht, dass ich mich echt eine Woche lang fast komplett verkrochen habe. Ich habe nichts mehr gezeichnet, ich habe nichts mehr gemacht, außer Zelda und Animal Crossing zu spielen und mich komplett von Social Media fernzuhalten, weil ich es nicht gepackt habe. Ich hätte echt heulen können, ich sag's euch, ich war dermaßen verzweifelt. Und dann habe ich sie eben zur Datenrettung gebracht, habe mir gedacht, gut, es bringt ja jetzt auch nichts, hier Trübsal zu blasen. Dann habe ich, weil ich habe auch für Twitch neue Overlays gemacht gehabt, die waren auch alle komplett weg. Dann habe ich halt neue gemacht, habe mich hingehockt, habe einfach Fanarts gemacht im Stream. Eigentlich nichts Wichtiges, ich habe die Zeit genutzt, um zu üben dann. Wir haben Muskelübungen gemacht. Hat auch viel Spaß gemacht. Das hat mich so ein bisschen wieder rausgeholt aus dem Loch. Ich weiß nicht, was ich ohne die Twitch-Community gemacht hätte, ehrlich gesagt. Ja, es war eine schwere Zeit, ehrlich gesagt. Und ich habe daraus gelernt. Ich werde mir definitiv eine zweite Festplatte holen. Und ich habe jetzt alles auf einer Cloud auch gespeichert, weil ich, hahaha, sowas packt mein Herz kein zweites Mal. Es war nicht schön. Also Leute, bitte, wenn ihr nur eine Festplatte habt oder euer Zeug nur auf einem Ort speichert, bitte macht nicht denselben Fehler wie ich. Und ich weiß auch bis heute nicht, ob es an diesem Update lag, was gemacht wurde am Tag davor, oder ob ich versehentlich das Update abgebrochen habe und meinen PC zu früh ausgeschalten habe. Ich weiß es nicht. Es könnte eine Mischung aus beidem gewesen sein. Ja, auf jeden Fall, das hat sich so bis Anfang Mitte Februar hingezogen, weil ich habe das dann natürlich zu einer Datenrettungsfirma gebracht. Ihr wollt nicht wissen, wie viel der Scheiß gekostet hat. Und ich habe dann den ganzen Januar überlegt, weil ich schon länger so diese Idee hatte, eine Art Challenge zu machen, eine eigene, mit dem Titel Februar. Nicht Februar, sondern Februar. Wisst ihr, was ich meine? Mit der Fee. Genau. Ja, und dann habe ich so hin und her überlegt, mache ich es nicht, mache ich es nicht. Und dann dachte ich mir, komm, das machst du jetzt. Und ja, es lief überraschend gut. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich euch jetzt so vollkommen außen vor gelassen habe bei dem Ganzen. Aber wie gesagt, es war irgendwie viel los und es war dann auch so eine kurzfristige Entscheidung. Und ich habe es dann auf Discord gepostet und auf Instagram. Und da sind ja eh auch die meisten von euch unterwegs, glaube ich. Also ich erkläre es euch kurz. Wir haben den Februar so aufgebaut, 4 Wochen, 4 Themen, immer mit dem Oberthema Fee. Die erste Woche war Naturfeen oder Hüter der Natur, die zweite Woche war Feuerfeen, die dritte Woche war Todesfeen und die vierte Woche war diamantene Gewänder eigentlich oder Diamantfeen, ist ja auch egal. Irgendwas mit Diamanten halt oder Edelsteinen. Genau, und das habe ich dann immer jede Woche gepostet, habe so einen kleinen Text dazu geschrieben. Ich habe in diesem Sketchbook hier habe ich so die Teaser-Bilder gemacht in meinem tollen Steinskizzenbuch, habe die dann immer noch bearbeitet und habe eben hier zum Beispiel dann den Text reingeschrieben. Und ja, es war, also die Teaser-Bilder zu machen war mehr Stress als das Bild selber, weil ich habe meistens dann Donnerstag oder Freitag sowieso gestreamt, nachdem das Thema veröffentlicht wurde und habe dann eben in diesem Stream auch gleich das zeichnen können. Das war ganz praktisch. Und es haben auch ein paar Leute mitgemacht, was mich sehr, sehr freut, weil das ist das erste Mal, dass jemand bei meiner Art Challenge mitgemacht hat. Also nicht direkt, es waren schon mal einzelne Leute dabei, aber dieses Mal waren für meine Verhältnisse viele Leute dabei und das freut mich sehr. Und ich habe dann auch tatsächlich am Donnerstag, als es eigentlich vorbei war, noch die Anfrage gekriegt, ob man es nicht noch ein bisschen verlängern könnte. Weil Leute schon angefangen hatten mit ihren Bildern, aber noch nicht ganz fertig waren. Dann habe ich gesagt, gut, ich gebe euch noch bis Sonntagabend Zeit, Sonntagabend bis heute, also sprich Sonntag 24 Uhr. Genau, ich bin mal gespannt, wer noch fertig wird. Ich habe gesagt, es ist ja eigentlich auch kein Beinbruch, wenn man jetzt länger braucht. Es geht ja nur darum, in der Zeit abzugeben, wenn man halt eine Commission von mir gewinnen will. Das war das, nämlich das Ding, man konnte jede Woche, wenn man innerhalb dieser Woche das Bild abgegeben hat oder das Kunstwerk, man konnte ja auch basteln, wenn man wollte, konnte man eine Commission von mir gewinnen. Genau, also insgesamt 4 Commissions. Und ich habe schon bei ein, zwei Themen so meine Favoriten, die ich wahrscheinlich nehmen werde. Aber bei Diamanten bin ich jetzt gespannt, weil da waren es 3 Leute, die noch abgeben wollten. Also mal schauen. Ja, bin sehr gespannt, was da heute vielleicht noch kommt. Und
Genau, das war eigentlich alles, was ich so zu melden hatte, was so los war die letzten 3 Monate. Ja, Ausblick auf die Zukunft, es wird wahrscheinlich wieder dauern, bis ein neues Video kommt. Ich weiß es tatsächlich noch nicht genau, weil die Animok wird sein im April. Da bin ich allerdings wieder nicht als Künstlerin da. Ich wurde leider wieder abgelehnt. Es war nämlich so eine witzige Situation in der Woche, als meine Festplatte gestorben ist. Habe ich am selben Tag zum einen eine Mail bekommen, dass ich von Twitch bezahlt werde, meine erste Zahlung bekommen werde. Und das hat mich super gefreut. Und dann habe ich die zweite Mail gesehen und da stand einfach so, ja, leider wurdest du nicht für die Animok ausgewählt und ich war so, nein, jetzt wird meine kleine Freude einfach durch sowas wieder getrübt. Aber egal, ich habe mein 3-Tages-Ticket schon gekauft, ich werde wieder als Besucherin dort sein, also vielleicht sieht man sich dort, falls einer von euch auch da sein wird, einer oder eine, wie auch immer. Ich habe schon gesehen, dass ein paar Künstler da sein werden, die ich kenne, bei denen ich auf jeden Fall beim Stand vorbeischauen werde. Und es werden auch wieder sehr viele coole Workshops sein, die ich mir definitiv anschauen werde und auch ein paar Acts, die sich definitiv lohnen, wie das Flying Sushi Theater oder so, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und ja, nach der Animok bin ich dann noch genau eine Woche in der Arbeit und dann Trommelwirbel fliegen mein Freund und ich wahrscheinlich tatsächlich zum ersten Mal nach Japan. Ja, ich sag das jetzt einfach so, weil die Flüge und das Hotel sind schon gebucht und es ich hoffe einfach, dass alles klappt. Toi, 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 drückt mir die Daumen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und wir sind dann tatsächlich auch wahrscheinlich für 3 Wochen dort. Also was heißt wahrscheinlich? Der Flug ist so gebucht. Also wird es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wird es so sein, ja. Wenn nicht irgendwas sein sollte, was wir jetzt mal nicht hoffen. Wenn alles gut läuft, dann wird es so sein. Und in der Zeit wird natürlich hier nichts passieren. Ich weiß noch nicht genau, ob ich so eine Art kleinen Japan-Vlog dann machen werde. Das wäre schon cool, aber ich will mir halt meinen ersten Japan-Urlaub auch nicht irgendwie zu Arbeit machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will den halt vornehmlich genießen und die Eindrücke für mich sammeln, weil es werden wahrscheinlich sehr viele Eindrücke sein. Und ich bin jetzt schon ganz überfordert, wenn ich darüber nachdenke. Deswegen, ja, also ich werde... Es werden sowieso viele Filme und Videos da, sehr viele Fotos und Videos da gemacht werden. Und es wird wahrscheinlich danach ein Video kommen, wo ich euch größtenteils einfach davon erzähle, wie es war. Ja. Ach, ich bin aufgeregt. Genau. So, und jetzt habe ich wahrscheinlich mehr als genug geredet. Und jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich so lange weg war. Und ich hoffe, das Video war für euch trotzdem ein bisschen informativ. Ja, und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen trotzdem. Ich habe euch vermisst, ganz ehrlich. Ich habe irgendwie immer mal wieder dran gedacht, YouTube-Video. Habe auch immer wieder kurz angefangen zu filmen. Und irgendwie war es dann doch immer nicht so wirklich. Und ja, wie es halt manchmal so ist. Genau. Aber in dem Sinne, es freut mich wirklich sehr. Ich wünsche euch jetzt allen eine gute Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Ansonsten seht ihr mich auf Instagram, Discord oder auf Twitch. Oder auf irgendeiner der Messen. Mal schauen. Japan-Duld ist im Sommer wieder. Da bin ich wieder dabei. Und im Winter, da bin ich auch wieder dabei. Ja. Falls noch irgendwas anderes Neues kommt, sage ich euch Bescheid. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!